Das wird das Wetter bestellt. Jawohl. Ich freue mich. Grüß Gott. Wunderbar. Der Olaz ist bei uns zuständig für die Maintenance-Aktivitäten. Okay. Die haben wir eben vom Bahnhof schon eine Reihe von Journalisten geholt. Aha. Wir haben ungefähr ein bisschen mehr als 100 Gäste. Aha. Kunden sehr international, super, muss man sagen, und Journalisten. Und ja. Hervorragend. Einer der Höhepunkte ist natürlich, dass Sie geschafft haben, ja. zu kommen. Und deswegen sind wir da sehr froh. Gut. Lokomotiven. Ja, was ist die, die 103 da hinten, oder? Noch die alte? Oder? Ja, die allererste, ja. Gott. Ja. Gott, gut. Ja, das ist. Was davor steht, der 22.000. Ja. Das ist. Hier war Kraus und Maffei war in Sendling draußen, glaube ich. Ja? Und irgendwann sind die dann sinniert. Ja, ja. Nein, weil das war ich deshalb, habe ich euch das vorletzte Mal, wie ich hier war, erzählt, weil mein Urgroßvater und ich habe zu Hause gesehen, Kupferkrug, letztlich der 3000. Lokomotive, die um 1900 gebaut worden ist, als Geschenk übergeben wurde, die damals mein Urgroßvater bekommen hat.
Ja, so ist es. Ja, also ich bin eben ein Eisenbahn-Fan. Ja? Ja. Hier schlagen wir heute hier ein neues Kapitel auf. Gut. Super. Ja. Das ist jetzt neu gebaut worden. Jawohl. Super. Und was auch hier mit dabei ist, das ist sehr gut dazu gepasst, ist eben unser neues Business Analytics Center. Das heißt, wir haben hier 25 Ingenieure aus dem Bereich Informatik, die eigentlich sehr Informatik arbeiten, aber damit sie auch wissen, wovon sie arbeiten oder wozu sie arbeiten, haben sie wegzumerken. Jawohl, sehr gut. Wird ja, das soll eigentlich immer an, bei immer mehr Themen bei Siemens zusammengepackt. Absolut. Ja, wichtig ist halt auch, dass wir die IT verstehen, wo sich die IT einsetzt. Genau, ja, ja, die IT ist ja nicht funktioniert. Genau, ja, ja. Naja. So kommt halt mit einem Traditionsstandort mit der größten Innovation zusammen. Ja, ja. So sichert man auch den Standort. Super. Ja. Gut. Wunderbar. Vielleicht stimmt gleich jetzt.